Dieser Satz beispielsweise, ja, wie kann ich jetzt zu einer zweiseitig unbeschränkten Turing-Maschine eine Standard-Turing-Maschine konstruieren? Das wollen wir uns kurz überlegen. Und zwar, das sei die Eingabe, die wir jetzt in so eine Turing-Maschine mit zweiseitig unbeschränktem Band da reingeben. So, Startkonfiguration ist dann die folgende. Sieht dann irgendwie so aus. Q0. Ich habe das mir einfach so angedeutet. Also wir haben das Wort irgendwo stehen. Ja, das ist meine Startkonfiguration. Schreib-Lesekopf und davor stehen im Prinzip beliebig viele Blanks. So, und was wir jetzt tun werden, wir ziehen quasi hier einen Schnitt. Interpretation des beidseitig unbeschränkten Bandes. Wir interpretieren das beidseitig unbeschränkte Band als zwei halbseitig beschränkte Bänder, die quasi so aneinander geflanscht sind. Ja, das ist sozusagen der erste Teil. Das ist der zweite Teil. Und so rein gedanklich klappen wir sozusagen dieses erste Band eigentlich um. Ja? Wir klappen das erste Band um. Und bringen die Inhalte beider Bänder in einem Band unter, indem wir einfach sagen, da kommen eine ganze Reihe von Blanks, beliebig viele. Dann kommt irgendwie A, B, B, A, B, A, B. So, dann würden wir hier sozusagen die Grenze ziehen. Ja, das sind im Prinzip zwei Halbbänder. Das erste Halbband, das besteht nur aus Blanks. Das zweite Halbband, das besteht aus A, B, B, A, B, A, B. Und wir bringen jetzt sozusagen, wir führen quasi ein neues Bandalphabet ein, ja, was wie so ein Zweituppel aussieht. Also wir führen dann Symbole ein. Ich habe die mal irgendwie Spuren genannt. Also dass ich sozusagen das Band unterteile, wenn das die einzelne Zelle ist. Da steht jetzt nicht mehr ein Zeichen, sondern da steht beispielsweise sowas. Oder da steht sowas. Da stehen immer zwei Symbole drin. Ja, ich kann ja einfach sagen, so, mein Alphabet besteht halt hier aus diesen Zeichen. Ja, ich bin ja nicht nur sozusagen auf A, B, C, D beschränkt, sondern ich kann die ja beliebige Zeichen da drauf schreiben. Und ich sage einfach so, das ist jetzt ein Zeichen, ich muss ein neues Alphabet definieren. Und das bringe ich halt da unter. Das heißt, im ersten Schritt wir überführen das Ding vom Startzustand in die Situation, dass wir sagen, so, wir kommen hier irgendwie in einen Zustand Q. Dann brauche ich irgendwie ein Zeichen, um das linke Bandende zu kennzeichnen. Das nenne ich jetzt mal irgendwie Alpha. Das ist einfach sozusagen so eine Stoppmarke fürs linke Bandende. So, und dann sage ich, dann kommen jetzt die Zeichen. Das ist das erste Zeichen. Dann kommt A. Jetzt schreibe ich sozusagen, oder A1 hatte ich es ja genannt. A1, Entschuldigung. A1 bis AN. Ja, und das ist jetzt weiterhin eine Zelle des Bandes. Ja? Ich habe da jetzt einfach nur mein Alphabet verändert, mit dem ich jetzt arbeite. So, nachdem wir quasi diese beiden Spuren angelegt haben, ja, wird die Arbeit der ursprünglichen Maschine simuliert. So, dazu müssen wir uns irgendwie merken. Das heißt, an den Stellen, wo wir quasi hier über dieses linke Ende hinauslaufen würden, in unserer ursprünglichen Maschine, also sozusagen in diesen ersten Teil, wo wir sonst nur Blanks stehen haben, also vor unser Eingabewort gelangen. Ja, da führen wir quasi, laufen wir quasi hier durch und dann springen wir in die andere Spur rein. Das müssen wir uns irgendwie merken. Das heißt, wir müssen irgendwie die Zustände, ist jetzt irgendwie alter Zustand plus irgendwie Kennzeichnung, ob wir in der ersten Spur sind oder in der zweiten Spur.
Ja, das ist einfach nur eine Anzeige. Ja, und die ganzen technischen Details lasse ich mal aus. Wichtig ist die Idee. Ja, also ich kann sozusagen, ich trickse jetzt hier auf meinem Band rum, führe beide Halbbänder zusammen in einem Band. Ja, und wenn ich quasi hier vor die alte Eingabe gelange und da irgendwas mache, ja, das würde ja heißen, ich würde hier über das linke Ende hinauslaufen, ja, dann vollziehe ich einen Spurwechsel und arbeite quasi dann hier in der oberen Spur. Ja, wenn ich dann wieder zurückkomme, laufe ich wieder nach unten. Das muss man halt bei den entsprechenden Übergängen berücksichtigen. Das will ich aber jetzt nicht machen, weil das ist fürchterlich technisch. Ja? Ja, und wenn man diese Idee technisch ausformuliert, dann können wir quasi zu jeder zweiseitigen Turing-Maschine eine Standard-Turing-Maschine erzeugen. Ja, und das lässt mich auch die Aussage formulieren, die ich eben sagte, so der Kollege Biermann, für den ist das die Standard-Turing-Maschine, das macht aber nichts, weil die ich definiert habe, kann genau das Gleiche.